So, hier sind wir letztens stehen geblieben. Rad der Jedi. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Und ab dafür. So, was sind wir hier bei den Kleinen? Wollen wir was verkaufen? Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Hier, runter damit, Mann. Runter! Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Und los geht's! Hier unten ist echt keiner. Was ist denn hier los? Wollen die einen veräppeln? Keine ab geht die Luzi da unten hin. Die Sith haben eine ziemliche Verwüstung angerichtet. Unglaublich, dass sie damit davongekommen sind. So schnell stirbt niemand. Oh, da hast du recht. Da ist irgendwas. Okay. Bleib doch nicht hängen. Also den Kampf gegen Tarnis, den nehme ich noch mit rein, also keine Sorge. Sehr gut.
So, müssen wir natürlich die Fuzzis hier fertig machen. So schnell stirbt niemand. So, die ersten haben wir schon mal, 4 Stück. Ba, 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 ba. Ah, Stufe 18, ne? Hä? Da! Stellen uns jetzt Lord Thanis. Na komm, knallen wir nochmal drin. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Coruscant, Vater. Der Planetenfänger wird in wenigen Minuten positioniert. Der Republik bleibt keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Du kehrst zu mir als Held des Imperiums zurück, mein Sohn. Ein Sieg auf der ganzen Linie. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Was denn, Thanis? Hat der Plan etwa eine Lücke? Was für eine Schande. Seid ihr hier, um zu sterben, Jedi? Tut das nicht, Thanis. Ihr könnt euch immer noch ergeben. Vergebt mir, dass ich euch dieses Angebot nicht ebenso machen kann. Lenke deinen Zorn, mein Sohn. Lass dir von diesem Jedi nicht den Moment deines Triumphs rauben. Dein Blut fließt durch meine Adern, Vater. Ich kann nicht versagen. Na hopp. Geht doch die Schnauze, der Junge. Mensch, Junge! Jedi Abschaum! Ihr habt meinen Sohn getötet! Dafür wird er sterben, Meister. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ihr habt keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Jedi, ihr könnt euch an keinem Ort der Galaxis vor meinem Zorn verstecken. Ich fürchte euch nicht. Kommt ruhig her, wann immer ihr wollt. Ich werde euer Volk unvorstellbare Qualen erleiden lassen. Milliarden werden euretwegen sterben. Wir kontrollieren bereits eure geheimen Waffeneinrichtungen. All diese Macht gehört nun uns. Ich werde den Tod meines Sohnes an der gesamten Republik rächen. Und ihr werdet euch vor mir verneigen, ehe ich euch sterben lasse. Ich sehe, wo euer Sohn sein übermäßiges Selbstvertrauen herhatte. Ihr werdet ebenso sterben wie er. Mein Hass macht mich stärker, als ihr jemals erahnen könnt. Sagt euren armseligen Meistern, dass Darth Angral zurück ist. Dieses Mal wird es kein Mitleid geben.
Was für ein Charmeur. Ich vermisse ihn jetzt schon. Der Planetenfänger ist offiziell Schrott. Sieht so aus, als hätten wir Coruscant gerettet. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Kira. So sehr ich diese giftigen Ruinen auch mag, vielleicht sollten wir zurück zum Senatsgebäude. Wieso steht jetzt mein Jedi oben? Standen die unten? Oh Gott. Vielleicht kriegen wir das noch mit rein, das Gespräch. Ansonsten wird die Folge ein bisschen länger heute. Aber es stört euch nicht. Gleich hier lang. Ja. Damit konnte niemand rechnen, Meisterin Satil. Nicht einmal der Hohe Rat der Jedi. Wir haben es seit Wochen gespürt, General. Hättet ihr uns von eurem Geheimprojekt erzählt, wären wir vielleicht in der Lage gewesen, dieses Desaster zu verhindern. Da ist er, der Held von Coruscant. Willkommen zurück, mein Junge. Coruscant ist sicher, aber ich musste den Planetenfänger zerstören und Tarnis töten. Ja, das haben wir gehört. Wir wissen auch, dass Tarnis Darth Angrals Sohn war. Die Kommkanäle der Republik werden seither mit Drohungen und Racheschwüren von diesem Irren überschwemmt. Hat einer von euch diesem Mann jemals gegenübergestanden? Ich kenne ihn nicht. Darth Angral persönlich hat die Truppen angeführt, die Coruscant im letzten Krieg geplündert haben. Er war wütend, als der Imperator das Abkommen unterzeichnet hat. Sieht so aus, als wäre er zurück, um zu beenden, was er begonnen hat. Das Imperium hat sich öffentlich von Darth Angrals Taten distanziert. Angeblich ist er abtrünnig. Es ist eine Lüge, aber der Senat weigert sich, eine militärische Antwort zu bewilligen. Aus gutem Grund. Weder die Republik noch die Jedi sind auf einen weiteren Krieg vorbereitet. Wir würden verlieren. Milliarden würden sterben. Und wenn der Feind unsere eigenen Waffen gegen uns richtet, werden Milliarden sterben. Tarnis hat Informationen über unsere streng geheimen Projekte an seinen Vater übermittelt. Wir haben die Übertragung zum Planeten Ord Mantell zurückverfolgt. Darth Angral muss dort eine Basis haben. Ihr müsst sie für mich finden. Wenn wir ihn in seinem Lager aufstöbern, könnten wir diese Krise auf der Stelle beenden. Ich bezweifle, dass sich Angral auf dieser Welt aufhält. Aber sein Spionagenetzwerk findet ihr dort sicher. Meister Orgus spürt Größe in euch. Ebenso wie ich. Die Mission gehört euch. Ich komme mit. Meisterin Kiwiks hat mich hier zurückgelassen, damit ich euch zur Seite stehe. Einverstanden. Nehmt Kira mit. Lehrt und beschützt sie, als wäre sie euer eigener Padawan. Das ist eine große Verantwortung. Ich werde sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden uns besser kennenlernen. Das wird nett. Ich muss den Hohen Rat über diese Entwicklungen informieren. Eine sichere Reise, junger Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Alles, was ich jemals wollte, war, die Republik zu beschützen. Ich war hier stationiert, als das Imperium Coruscant angriff. Ich habe gesehen, wie der Jedi-Tempel zerstört wurde. All die Padawane und Meister, die ihr Leben ließen. Für sie begann ich mit der Waffenforschung. Gute Absichten werden Darth Angral nicht aufhalten. Am Raumhafen wartet bereits eines unserer besten Raumschiffe auf euch. Euer Astromech-Droide trifft schon die Startvorbereitungen. Auf Ord Mantell herrscht Bürgerkrieg. Niemand darf dort landen. Dockt an der Orbitalstation an und kontaktiert mich. Viel Glück. So. Mal hier noch raus hier.
Ah ne, komm, das machen wir in der nächsten Folge. So. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Wie gesagt, ab morgen kommen 4 bis 6 Wochen lang keine Videos, weil ich eine OP habe. Und die muss ich erstmal hinter mir kriegen, alles drum und dran. Und dann mal schauen. Man hört sich. Lasst es euch gut gehen. Haut rein. Und tschüss.